Scheiß auf die Hater, scheiß auf die Neider und mach dein Ding. Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich mal ein bisschen darauf eingehen, wie du am besten mit Hatern und Neidern umgehst. Denn glaub mir, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Also let's go! Wenn dich das Thema Tennis online lernen, Tennis verbessern interessiert und du Stück für Stück der beste Tennisspieler werden willst, der in dir steckt, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt steigen wir direkt ein. Warum komme ich auf dieses Thema? Ganz einfach. Wenn du ein Mensch bist, der sich entschieden hat, oder bist ein Tennisspieler, der sich entschieden hat, zum Beispiel aus der Matrix, sage ich mal, auszubrechen, ja, der also begriffen hat oder selbst erkannt hat, selbst reflektiert hat, dass das, was er seit 10, 20 Jahren trainiert, einfach nicht fruchtet und dass dieses Plateau, das er da erreicht hat, einfach nicht zu durchbrechen ist und der mehr will, dann wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, dass du an deinem Fundament, zum Beispiel an deiner Schlagtechnik, etwas ändern musst. Nehmen wir mal an, du machst das dann, egal ob mit mir, ohne mich, wie auch immer, du fängst an dir zu arbeiten, dann wird zwangsläufig, da wird es Bewunderer geben. Da werden Leute sagen, Mann, bist du mutig, geil, vielleicht mache ich das auch toll. Also Leute, die sind aufgeschlossen, die werden dir Mut zusprechen und sie werden vielleicht sich von deinem Enthusiasmus anstecken lassen. Und dann wird es aber auch die anderen geben, nämlich genau das Entgegengesetzte. Leute, die sagen, ja, bist du doof, was fängst du denn jetzt an? Also, es ist ja völliger Schwachsinn und alles, was du machst, ist sowieso falsch. Ich habe sowieso viel mehr Ahnung als du. Und das sind übrigens genau die Leute, die seit 100 Jahren, also noch länger als du, schlecht spielen und die aber immer alles besser wissen. Die alles können, die alles wissen, auf alles eine Antwort haben und die sich auch nie Hilfe holen würden, weil sie ja eben allwissend und Alleskönner sind. Und es gibt aber noch eine dritte Spezies. Und das ist, die sind gefährlich, weil die Bewunderer, die können auch ein bisschen gefährlich sein, weil wenn du zu viel Lob kassierst, ist es nicht gut, dann hebst du vielleicht ab. Also Bewunderung ist auch nicht so geil. Die Zweiten, diese missgünstigen Nichtsgönner, die kannst du ja links liegen lassen, dazu komme ich ja gleich noch, wie man mit denen umgeht. Aber die dritte Spezies, und die ist besonders gefährlich, das sind nicht nur die Nichtsgönner, sondern das sind die, die dann auch anfangen, dich zu sabotieren und zu torpedieren, weil sie selber ein sehr unbefriedigendes, kleines, kümmerliches Leben führen und mit ihrem Leben so unzufrieden sind, dass sie einfach nicht fassen können, wie es jemand wie du wagen kann, aus dem gewohnten Hamsterrad oder aus der gewohnten Routine auszubrechen und sich erdreistet, ein selbstbestimmtes Tennisleben zu führen oder selbstbestimmt an sich zu arbeiten, der versucht zu wachsen. Das geht für die nicht in den Kopf und die sind so zerfressen von Neid und von ja, teilweise sogar Hass, dass sie anfangen, dich zu torpedieren. Also nur als Beispiel, nehmen wir an, du brauchst eine Ballmaschine und derjenige, der dafür verantwortlich ist in deinem Verein vielleicht, der wird diese nicht geben. Er könnte, wenn er wollte. Er könnte, er hat die Mittel dazu, aber er tut es nicht. Und natürlich wird als vordergründige Information rausgegeben, das ist logistisch und von den Kapazitäten her nicht möglich, also sorry. Aber du weißt und er weiß, er tut es nicht, weil er dich sabotieren will. Weil er einfach mit sich selbst und seinem Leben nicht im Reinen ist. Und das ist doch traurig. Aber gut, versuch dich von solchen Leuten wirklich fernzuhalten. Also Leute, die nicht nur haten und die dich beneiden und die dich dann auch noch sabotieren und dich klein halten wollen, von denen musst du dich fernhalten. Das ist ganz wichtig. Also wenn du sowas vielleicht auch im Job hast, ich will jetzt hier nicht als Life-Coach Leikauf Life-Coach-Like-Kauf, das ist ein kleiner Freestyle, hier daherkommen. Aber das ist so meine Erfahrung und die will ich gerne mit dir teilen. Und wie du mit den kleinen Neidern umgehst, also die Leute, die offensichtlich wirklich dich einfach nur scheiße finden, ja? weil du es wagst, eben auszubrechen. Ich persönlich mache mir einen Spaß draus. Also das ist für mich ist das viel, viel mehr Antrieb als Bewunderung. Also Bewunderung, klar, ist schön, aber Bewunderung hilft mir nicht. Also Bewunderung ist so, ich weiß nicht, welcher Philosoph oder welcher Gelehrte das mal sagte, gegen Bewunderung oder gegen Lob kann man sich nicht wehren. Und das stimmt, da kann man sich nicht wehren und zu viel Lob tut selten gut.
Und aber diese Hater und die Neider, die also wirklich, die offensichtlich abkotzen, wenn sie dich sehen und die auch ein Problem mit dir haben, aber die in ihrem eigenen Leben so verhaftet sind, da kann ich immer nur sagen, ey, ich habe dir nichts getan. Das Schlimme ist, alleine, also im Prinzip hast du den Leuten, oder habe ich oder wir oder wer auch immer da ausbricht aus seiner Routine, wir haben den Leuten doch was getan, nämlich wir haben es gewagt, gesellschaftliche Normen oder Tennisnormen, gesellschaftliches Konstrukt nicht nur zu hinterfragen, sondern auszubrechen und unser eigenes Ding zu machen. Und das ist für viele befremdlich und das ist nicht okay, weil das ist gegen die Konvention. Und ich bin so ein Typ, so gebe ich ja auch Tennistraining, deswegen sind ja auch meine Schüler alle in relativ, also nicht in relativ, sondern in sehr kurzer Zeit sehr gut. Konventionen sind mir egal. Ich gucke, was funktioniert. Wie kann ich es formulieren, beziehungsweise wie kann ich es so übersetzen, dass es funktioniert? Und wie kann das so schnell wie möglich erreicht werden? Und so mache ich das mit allem im Leben. Mit allem. Ich versuche überall quasi einen Weg zu finden, tolle Ergebnisse zu zielen für geile Projekte, die mich persönlich bereichern. Und wenn du das für deinen Tennis auch machen willst, dann mach das und scheiß auf die Hater. Scheiß auf die Neider und mach dein Ding. Wirklich, kann ich nur ganz schwer empfehlen, denn Tennis ist wirklich die perfekte Gelegenheit, sich selbst kennenzulernen. Nicht nur mental, sondern eben auch physisch. Und stärkt den Charakter in allen Ebenen. Vor allem aber in der Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, also nicht die Leute, die seit 100 Jahren das Gleiche spielen und dann in ihrer Bierrunde dann anstoßen und sagen, ja, wir sind mit unserer Herren 60, sind wir in einer, keine Ahnung, von der Bezirksklasse Z in die Y aufgestiegen. Ist ja auch cool. Also das ist ja, Tennis ist ja auch ein gesellschaftliches Ereignis. Und diese Leute, die will ich auch gar nicht attackieren. Ich attackiere diese Leute, die dann anstoßen und sagen, ja, wir sind so geile Tennisspieler und wir können das alles und wir wissen selber, wie es geht und wir können alles besser und die anderen, die sich da verbessern wollen, die sind halt nur Geldverschwenderei, halt nur Schwachsinn. Komm, Prost, Manne. Da kann ich nur sagen, ja, deswegen wirst du auch immer wie Manne und Ralle spielen. Ganz einfach. Yes, also an alle Hater dieses Kanals, ich liebe euch, wirklich, ist mein voller Ernst, ihr seid Benzin für mich, beziehungsweise nicht Benzin, wir wollen ja jetzt klimaneutral werden, ihr seid der Wind. Ihr seid der Wind und die Sonne für mich und ich generiere daraus meine Energie. In diesem Sinne wünsche ich dir auch, dass du so mit Leuten umgehst, die dich vielleicht beneiden oder was auch immer. Und wenn du Hilfe brauchst bei deinem Tennis, dann melde dich an. Ich bin der Erste, der dafür brennt. Ja, es stimmt, meine Preise, die sind gepfeffert, aber die Ergebnisse, die sind gepfeffert, gesalzen und perfekt abgeschmeckt. Und deswegen, das lohnt sich. In diesem Sinne, peace out, Markus von meinem Tennis-Game.